Weißt du übrigens, dass Vater der felsenfesten Überzeugung ist, dass es dir ernst sei mit der Suche nach der Mikrobe der menschlichen Dummheit? Ich weiß gar nicht mal, Spatz, ob es mir nicht wirklich ernst ist. Hm? Sieh mal, wenn man nach zwei Weltkatastrophen eine dritte plant, dann muss doch irgendetwas mit den Gehirnen der Menschen nicht in Ordnung sein. Und heute, wo man in 88 Minuten um die Erde kreist und den Mond aus allernächster Nähe fotografieren kann, sollte man doch herausfinden können, was diese Verheerung in den Menschenhirnen hervorruft. Hm?